freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein, langen und bangen in ewiger Pein, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, glücklich allein ist die Seele, die liebt, und ich liebe euch. Heute, in einer der berühmtesten Zeitungen Deutschlands, was finde ich? Riesiger Adolf Hitler. FBI öffnet Geheimarchiv. Hitler, er versteckt sich auf einer Ranch in Argentinien. Okay. Weiter unten, ein UFO. Ein dämonisches, faschistisches, menschengemachtes UFO. Interessant. Oh, hier 9/11. Die Türme. Terrorist Atta. In Kairo suchte er erfolglos nach einer Frau. Und hier ganz klein, ganz, ganz klitzeklein, unten links, weiteres AKW von Erdböden erschüttert. Jetzt läuft radioaktive Brühe ins Meer. Ja, das können wir uns auch googeln. Dazu brauchen wir euch nicht. Ja, ich weiß. Oh Lord, this is a mean old world. Lord, what a mean old world. Oh, folks, they don't care. They're treating you, oh, 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 Lord, this is a mean old world. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Yes, sometimes I feel like a motherless child, so far away from home, far away. Sagen. Und zwar, es ist mit Gewalt. Sie hat mir diese Gitarre und es ist eine 12-seitige. Ja, und ich habe noch nie darauf gespielt. Jetzt kann ich mich schon blamieren, hoffentlich. Nicht. Ich kann nicht so weit lesen. Gucken. Also, okay. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen, pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen wehen im Frühlingswind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Monsanto hat's versaut, mein Kind.
Wann wird man je verstehen? Wir sind das Volk. Wann wird man je verstehen? Liebe Freunde, ich habe einen gewissen Vorsprung, einen Altersvorsprung und gehe weit zurück. Im Jahr 1945 war ich 18 Jahre alt, in amerikanischer Kriegsgefangenschaft und wenige Monate nach der Kapitulation des Großdeutschen Reiches erreichte mich die Nachricht vom Abwurf der Atombomben Japan, Hiroshima, Nagasaki. Das sogenannte Atomzeitalter begann. In den Jahren danach war es für mich und viele meiner Generation selbstverständlich, gegen die Atombombe zu sein. Damals begann auch die Diskussion, ob es nicht eine friedliche Nutzung der Atomenergie geben könne. Lange bevor die ersten Meiler hier in der Bundesrepublik gebaut wurden. Und wie selbstverständlich war ich gegen die Atombombe und für die friedliche Nutzung, ohne mir vorstellen zu können, sträflicherweise, dass alles zusammenhängt. Also erst im Verlauf der Jahre reifte auch bei mir und vielen meiner Generation das Misstrauen gegenüber dieser Technologie und der Folgen, das Leben mit dem sogenannten Restrisiko. Und als dann dieses Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, zu Ende ging, schrieb ich ein Buch, Mein Jahrhundert, in dem ich zu jedem Jahr von 1900 angefangen bis zum Ausgang des Jahrhunderts jeweils eine Geschichte geschrieben habe. So eine Geschichte zum Jahr 1955. Die will ich als erstes Ihnen vorlesen und danach lese ich aus meinem zuletzt erschienenen Buch Grimms Wörter aus dem Anfangskapitel. 1955. Bereits im Vorjahr stand unser Einfamilienhaus teilfinanziert durch einen Bausparvertrag, glaube mit Wüstenrot, den Papa als Beamter, wie er sagte, in relativ gesicherten Verhältnissen abschließen zu dürfen, geglaubt hatte. Allerdings war das Haus, in dessen 5,5 Zimmern sich nicht nur wir drei Mädels, sondern auch Mama und Großmama bald wohlfühlten, ohne Luftschutzraum erstellt worden, obgleich Papa immer wieder versichert hatte, dass er Mehrkosten nicht scheuen würde. Noch während der Bauplanung hat er Brief nach Brief an die ausführende Firma und an die zuständige Behörde geschrieben. Fotos von Atompilzen über amerikanischem Versuchsgelände und von, wie er sagte, relativ unbeschädigten Befehlsschutzräumen in Hiroshima und Nagasaki den Briefen beigelegt. Sogar etwas unbeholfene Konstruktionszeichnungen eines Kellerraumes für 6 bis 8 Personen mit Schleuseneingang und Außendrucktür sowie einen ähnlich beschaffenen Notausgang hat er als Vorschläge unterbreitet. Entsprechend groß war seine Enttäuschung, als diese, wie er sagte, im Atomzeitalter unerlässliche Schutzmaßnahmen für einen relativ großen Teil der Zivilbevölkerung keine Berücksichtigung fanden. Es fehle, hieß es, von Seiten der Baubehörde an Richtlinien staatlicherseits. Dabei ist Papa kein ausgesprochener Gegner der Atombombe gewesen. Er akzeptierte sie als notwendiges Übel, zu dem man sich bekennen müsse, solange der Weltfrieden von der Sowjetmacht bedroht werde. Doch mit Eifer hat er bestimmt die späteren Bemühungen des Bundeskanzlers bekrittelt, jegliche Diskussion über den Zivilschutz zu unterbinden. Das sind wahltaktische Mätzchen, höre ich ihn sagen.
will die Bevölkerung nicht beunruhigen, sieht Atomkanonen als bloße Weiterentwicklung der Artillerie, kommt sich dabei noch schlau vor, der alte Fuchs. Jedenfalls stand nun unser Häuschen, das bald in der Nachbarschaft Drei-Mädel-Haus genannt wurde. Und auch der Garten konnte bestellt werden. Wir durften beim Pflanzen der Obstbäume helfen. Dabei fiel nicht nur Mama, sondern auch uns Kindern auf, dass Papa im schattigen Bereich des Gartens ein beträchtliches Viereck auszusparen bemüht war. Erst als Großmama ihn, wie es ihre Art war, streng ins Verhör nahm, gab er seine Pläne preis und gestand, nach neuesten, vom Schweizer Zivilschutz gewonnenen Erkenntnissen einen unterirdischen und, wie er sagte, relativ kostengünstigen Bunker zu planen. Als dann im Sommer etliche Zeitungen schreckliche Einzelheiten eines Atommanövers bekannt machten, das unter Beteiligung aller Westmächte am 20. Juni 1955 als Operation Carte Blanche stattgefunden, ganz Deutschland, nicht nur unsere Bundesrepublik, als atomaren Kriegsschauplatz ausgewiesen hatte und als dabei nach grober Schätzung annähernd 2 Millionen Tote und 3,5 Millionen Verletzte aufgelistet wurden, wobei man die Ostdeutschen natürlich nicht mitgezählt hat, begann Papa zu handeln. Leider ließ er sich bei seinem Vorhaben nicht helfen. Der Ärger mit der Baubehörde hatte dazu geführt, dass er sich nur noch, wie er sagte, auf die eigene Kraft verlassen wollte. Selbst Großmama konnte ihn nicht abhalten. Als dann noch bekannt wurde, welche Gefahr seit Jahren von rund um den Globus wandernden Wolken ausging, die bedenklich radioaktiv geladen waren und das jederzeit mit einem Ausbrechen, dem sogenannten Fallout, zu rechnen sei, schlimmer noch, dass bereits im Jahr 52 solch verseuchte Wolken über Heidelberg und Umgebung, also direkt über uns, entdeckt worden seien, gab es für Papa kein Halten mehr. Nun war sogar Großmama von der Buddelei, wie sie sagte, überzeugt und finanzierte etliche Säcke Zement. Ohne Hilfe hat er nach Dienstschluss, Papa war Abteilungsleiter im Katasteramt, das 4,5 Meter tiefe Loch gegraben. Ohne Hilfe gelang es ihm, an einem Wochenende das kreisrunde Fundament zu betonieren. Auch verstand er es, die Ein- und Ausgänge mitsamt den Schleusenkammern in Gussbeton zu errichten. Mama, die sonst mit Zuspruch eher zurückhaltend war, lobte ihn überschwänglich. Vielleicht hat er deshalb dann doch noch auf Hilfe verzichtet, als es darum ging, die Kuppel unseres, wie er sagte, relativ atomsicheren Familienbunkers zu verschalen und mit Frischbeton auszugießen. Auch das schien gelungen zu sein. Er befand sich im Rundbau, um das Bunkerinnere zu überprüfen, als das Unglück geschah. Die Verschalung gab nach, von der Betonmasse verschüttet, kam für ihn jede Hilfe zu spät. Nein, wir haben seinen Plan nicht vollendet. Nicht nur Großmama war dagegen. Ich aber habe mich fortan, was Papa gewiss nicht gerne gesehen hätte, an österlichen Anti-Atom-Märschen beteiligt. Jahrelang war ich dagegen. Und selbst im reifen Alter bin ich mit meinen Söhnen wegen der Pershing-Raketen in Mutlangen und Heilbronn dabei gewesen. Aber viel hat das nicht geholfen, wie man ja weiß.